Sie sehen vertraut aus, wie Oma und Enkel. Sind es aber nicht. Kennengelernt haben sich der 30-jährige Manuel Hermanns und die 98 Jahre alte Seniorin hier in Essen erst vor ein paar Minuten. Und zwar wegen einer App. Durch sie können Senioren Hilfe finden. Manuel Hermanns hat sich kurz nach Weihnachten registriert. Sein Grund? Ich bin da wirklich flexibel. Wenn ich sage, ich hatte jetzt einen anstrengenden Tag, heute ist mir es leider nicht möglich, dass ich da nochmal irgendwas mache, dann macht man einfach nicht. Man hat da keinerlei Verpflichtung oder sonst was. Aber wenn ich dann sehe, okay, heute Nachmittag habe ich nichts vor, ich schaue mal in die App rein, was da noch ansteht, ob irgendeiner meine Hilfe braucht, dann kann ich sagen, okay, ich übernehme das. Und für heute hat er zugesagt. Der Immobilienkaufmann begleitet Gerda Kielmann zum Friseur. Die kann sonst nämlich nur im Seniorenzentrum zum Haare schneiden. Von der Abwechslung ist sie sichtlich angetan. Also dann ist man, wollen wir sagen, sicher. Und man weiß, wenn mal was passiert, ist einer bei einem. Ja? Man ist nicht alleine. In der norwegischen Ehrenamts-App Nybu zu Deutsch Neue Stadt können Anzeigen geschaltet werden. Senioren werden so digital mit freiwilligen Helfern zusammengebracht. Darum kümmert sich in diesem Fall das Seniorenzentrum zusammen mit dem Team der kostenlosen App. Peter Marx betreut sie. Er weiß, viele wollen helfen, aber nicht jeder hat die Zeit dafür. Wir sehen ja im Ehrenamt, es gibt eine großartige Bereitschaft in der Bevölkerung, auch bei jungen Leuten. Flutkatastrophe war ein tolles, bewegendes Beispiel. Aber wenn man berufstätig ist und Familie hat, kann man schlecht feste Zeiten haben. Hier bekomme ich eine Anfrage, kannst du Mittwoch mit Frau Müller zum Bäcker gehen oder zum Friseur? Dann sage ich ja oder ich antworte gar nicht, bin flexibel. Das kann man in jeden Alltag integrieren. Flexibel helfen per Klick ist das Motto, egal ob Hilfsangebote oder Gesellschaft im Alltag. Jeder, der etwas machen möchte, findet die passende Anfrage. Freiwillige Hilfe wird immer wichtiger, sagt zumindest der Geschäftsführer der katholischen Pflegehilfe, Markus Kampling. Das Ehrenamt wird notwendiger, weil die Menschen in der Pflege mit so vielen Aufgaben betraut sind, die sie erfüllen müssen. Und wir auch hier immer wieder feststellen, dass vieles schon gemacht wird, aber es halt nicht ausreicht. Deswegen ist die App im Dezember in Essen an den Start gegangen. Bis jetzt haben sich 15 freiwillige Helfer registriert. Manuel Hermanns und Gerda Kielmann wollen sich jedenfalls wieder treffen. Dank ihres Helfers kann die Seniorin wieder mehr erleben. Für beide ist klar, helfen macht glücklich.